Entscheidung, heute geht es wieder zum Corona-Test, zum Zwangstest. Ja, mal schauen, wie es heute wird. So ist das Wetter heute. Bescheiden, aber immer noch warm, wie immer. Da hat sich auch noch nichts getan. Aber schaut gut aus hier. Passt. So, Auto wird noch gewaschen. Vorher. Gleich gegenüber von mir. Jetzt schauen wir mal, ob das was taugt. Und ja, lassen wir uns überraschen. So Leute, wieder mal ein Termin. Ach, Termin sage ich. Wieder mal ein Test. Ja. Waschkind. So schaut es aus. Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. So, da ja viele Nachfragen waren wegen Covid hier oben. Wie man sieht, hier ganz oben ist das Baschkent Krankenhaus. Ihr müsst dann hier runter, Parallelstraße. Und gegenüber von diesem Rotter Egitim Kulurmari. Gegenüber. Dann ist hier das Testzentrum. Dun, 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 dun. Ja, das geht ratzfatz. Da braucht man nicht lang. Und so schaut es von draußen aus. Gegenüber diesem Haus. Hier ist es dann drin. Testing Center. Ja, ich hoffe, dass dieser Wahnsinn bald mal ein Ende hat. So, jetzt schauen wir dann, was rauskommt. So, meine Lieben, meine Nase, oh, läuft, also, ich weine fast. Bin fast am Weinen und hätte fast mich übergeben. Ja, ich habe noch nichts gefrühstückt, deswegen ein bisschen komisch, aber die Augen, oh, ja, das geht ziemlich weit ins Gehirn. Ja, ich hoffe, dass das mal vorbei ist mit diesen Schmarren langsam. Das ist jetzt mein dritter Test. Und keine Lust mehr. Aber am liebsten würde ich hier bleiben, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich meine, auf diesen Wahnsinn. Auf den Wahnsinn und auf der ganzen Welt, was los ist, das ist nicht mehr schön. So, dann schauen wir mal, was das Ergebnis bringt. Und ich informiere euch dann. Und dann hier hochläuft, ist hier das Baschkent. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch uns testen müssen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja das letzte Mal. Und hier kann man ja sein Auto parken. Also von mir haben sie nichts verlangt. Wenn man sagt, man macht einen Covid-Test, kommt man da rein und das war's. Sollte nichts kosten. Also letztes Mal hat es nichts gekostet. Mal schauen, was er jetzt sagt. So, dann schauen wir mal. So, nach dem Test gibt es immer Frühstück. Was sein muss, muss sein. Und ja, bei Simi Dunyasi. Mal schauen, was die so haben. Ja, da war ich schon mal. War letztes Mal gut. Jetzt probiere ich es nochmal. So, Käffchen ist da. Gute Überraschung. Und dann hier einmal da. Dann nochmal Water. Ups, Water. Ein Zimt, Brot und der Rest kommt noch. So, Frühstück ist da. Ich weiß nicht, wie ich das alles essen soll. Das ist ja ein bisschen viel. Ja. Ja, schau ich mal, ob ich das alles schaffe. Also guten Appetit. Ah ja. So Leute, zur Information. Jetzt haben wir 30 Grad. Am 31. Ja, ich hoffe, man sieht das. Ups. Ein bisschen näher ranzoomen. Es wackelt ein bisschen. Ja. Ja, kaum zu glauben, 31 Grad am 31. Oktober und echt, ups, sorry, Wahnsinn, einfach schön, ich bin einfach überwältigt. Wir müssen jetzt, oder ich muss jetzt nochmal nach Alanya, ins Baschkent, da der Test nicht gekommen ist. Wieder mal reinfahren, ich weiß nicht, woran das liegt.
woran das hängt. Ja, es ist ja das zweite Mal schon. Also ich bin froh, dass ich einen Abendflug habe und ich noch die Gelegenheit habe, einfach da mal hinzugehen und die Kopie zu holen. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu Kestel, glaube ich. Das müsste Kestel sein, ja. Hier gibt es auch noch ein paar schöne Häuser, aber nicht so hoch, weil da unten der Untergrund ist ein bisschen sandig. Jetzt überholen wir einfach mal diesen Langsamfahrer. Wir passen uns natürlich an. Dass ihr auch mal hier diese Straße sieht, hier, die Roller, die sind sehr interessant. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, aber ich denke nicht, das ist ja wieder was Neues, aus meiner Perspektive. Ich weiß bloß nicht, ob der, schaut euch mal diesen Buggy an, das wäre doch was. Sowas hier rumfahren, dann hast du ausgesorgt, da brauchst du nichts mehr. Jetzt sind wir schon fast in Alanya, ja, nicht fast, also 3 Kilometer ungefähr. Ja, schaut doch mal, wie schön das ist. Einfach ein Traum. Sicht an, Leute. Einfach ein Traum. Die Bäume, die Palmen, eher gesagt. Ja, ohne Helm. So, da ist das Baschkent nochmal. Hier, das Krankenhaus. Das Übst. Und wenn ihr hier einen Test machen wollt, müsst ihr hier runterlaufen. Und dann zum Testzentrum. Das ist dann hier. Wie man sieht, das Zentrum und dann hier ist das Gebäude hier außen rum. Moment, wo ist mein Finger? Hier außen rumlaufen oder dadurch hier da rein und dann hier außen rum. Pässe mitnehmen, Flugnummer, Telefonnummer, alles drauf aufschreiben. Also unten, ihr bekommt so ein Formular, das müsst ihr dann ausfüllen. Und das dauert nicht mal 2 Minuten hier transfert. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wie schnell das geht.